einfach mit ihr reden? Geht einfach das Licht an, überall. Also noch mehr Poltergeister. Cool. Auf da! So nämlich. Nicht mit beiden, bitte nur mit einer. Let's get this over with. Oh, Papput. Die werden ja wohl von heiligem Licht irgendwie. Oder nicht? Nein. Untoter. Hier ist doch Gleißen gut gegen Untote, normalerweise. Nein. Hast du gerade Dinge geworfen? Oh, da ist noch einer. Er ist aber noch nicht in der Runde. Alles klar. Knack, knack. Feuerball! Nein, Feuerpfeil, komm. Und steht mal alle auf. Okay. What the... Was zum Hugo geht hier vor? Klopf, klopf! Ich bin da! Alter Schwede, Geister aus hier. Umgebungszug. So kann man es auch nennen. Leg dich hin. Und den und dann liegst du eigentlich instant. Bewegungsrate, ich rast aus. Hallo. Rollt doch alle nicht so. Schockgriff, Schockgriff ist zu weit weg. Oh, du lebst noch. Hey, nix unsichtbar. Ich seh dich. Hey! Arbeite hier. Ich arbeite hier! Sie hat auch nichts irgendwie, das man sagen könnte. Tja. Alle anklopfen. Still breathing, despite everything. Wo bist du? Irgendwas explodiert, aber der Geist hat Schaden gekriegt. Wunderbar. Komm mit die Kacke. Tja, wo bist du? Fahrer. Hoppla. Very well.
so viele Poltergeister. Seid ihr denn? Kommen sie alle an hier? Komm hier nicht hin. Schade. Oh, jetzt können sie sich wieder nicht entscheiden, was sie machen. Nicht schubsen. Indeed. So nämlich. Ich habe nicht gefragt, wie klein der Raum ist. Ich habe gesagt, Fireball. Ja, macht euch mal alle unsichtbar. Ich Fireball euch alle weg. Schwebt da. Verfluchter Schädel. Klopf, 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 klopf. Klopf, klopf. Geisterhaus, ey. Ich werd nicht mehr. Und was mich hier erwartet. Heraus, was nicht anders anwesend spukt, ja. Poltergeister. Ja, kommt mal alle her. Traut euch. Jetzt ganz froh, dass ich Unsichtbares sehen kann. Ja. Ich würde sagen, die machen jetzt erstmal nichts, ne? Ne, ist halt nicht dabei. Was ist das eigentlich? Warum leuchtet der so rot? Quälende Aura. Ah, jetzt hätte ich damit gerechnet. Vogel. Komm ich da ran? Ja. Aber von hier aus komme ich an nichts anderes ran. Tada! Hat sie eigentlich noch Schutzgeister? Noch 6 Runden, alles super. Du! Irgendwas? Nö. Feuerresistenz, Poltergeist. So. Oh, kommt mal alle. Hey! Werden keine Sachen geworfen. Jetzt wirft Karl auch gleich zurück.
Oh, was hat wehgetan? Hey! Schattenherz muss jetzt hier erstmal heilen, so oder so. So. Hat den Schutzgeister beendet. Ich werde weg. Musst du da mal bitte drauf? Danke. Ha, erstmal. Du brauchst schon Bewegung hier. Wo sind meine Heiltränke? Da. So. Aber ich komme von hier aus wieder nirgendwo ran. Oder kann ich auf den schießen? Ah, doch, ich kann auf den schießen. Leider nicht mit Vorteil. Das Hexenpfeil lohnt sich gegen die halt nicht. Die liegen zu schnell. Suchen. Wuchtverwundbarkeit. Okay, ich glaube, irgendeiner von denen macht Wucht. Macht Karlach Wucht? Kann ich das hier sehen? Nein. Nicht schubsen. Kann den da oben jetzt natürlich nicht sehen. Leider. Aber ich glaube, der hat sich auch unsichtbar gemacht, ne? Nicht, macht sie Wuchtschaden? Ja. Dann kann sie nochmal auf den Candelabra schießen. Habe ich denn schon wieder nur so wenig Movement hier? Ich raste gleich aus. These boots have seen everything. If I speak, they burn. Ja, genau, sie brennen. Immun gegen Feuerschaden, ja cool. Kurz mal aufpassen, ne? Ist mit quälender Aura. Ich weiß gar nicht, was quälende Aura macht. Ich muss gleich mal so ein... Leute, entspannt euch doch mal. Zauber, sie unterschaut stark. So nämlich. Du! Ach, immun gegen nekrotischer Schaden. Kurz nicht aufgepasst. Ja, moin. Kann ich ja wenigstens... Oh, nee. So nicht. Aber so. Was ist da? Rachsüchtige Seele. Ist noch... Ist noch am Start. Erstmal ein Crit gelandet. Dann Karlach da draufhauen. Dürfte die doch schon fast liegen. Echt noch nicht. Na gut, jetzt aber. So, jetzt bin ich mit der Etage da unten noch gar nicht fertig. A wizard's quite worthless with a tired mind. Sleep beckons, and I would follow. Was ist hier? Alles klar? Da war ich ja schon mal. Kann man so sagen. Ah, das ist ein anderer Weg. Okay, der wäre da lang gegangen. Und da komme ich auch nicht rein. Das ist auch gut. Dann gucken wir halt hier erstmal.
Zerstören hier oben erstmal alles. Da ist noch so ein rachsüchtiger Kandelabra. Was ist denn diese fehlende Aura? Erleiden geisterhafte Kraft. Alles klar, dann weiß ich jetzt zumindest, wo die eben herkam. Die da unten machen gleich mit, alles klar. Komme ich an den ran? Jawohl. Ich mit dir. Weg ist unterbrochen. Wie schade. Ja, aber nicht. So. Jimmy on the go. 75. 75. Sie kommt an den ran, dann kann sie erstmal auf den hier. So, ja, dann macht ihr beide mal. Nix mit unsichtbar. Hey! Wird nicht gepoltert. Wird auch nicht geschubst. Alter Schwede, der Schaden ist schon heavy, ne? Er noch Haste? Er hat kein Haste mehr. Ein Stufe 3 Zauberplatz mehr. So. Sie kann das gleiche tun. Hihi. Eieiei, wie die alle anklopfen hier. So. Na, wo ist der letzte? Ja, oder wir sammeln seit jetzt mal langsam alle zusammen. Wird ja wohl hinter jeder blöden Tür so ein. Was ist das? Oscar. Danach. Klasse, ich hab euch gefunden. Bleibt ihr mal ruhig da. So, du snack dir erstmal noch einen Trank rein. Ja, mach du mal. Schön, dass du da bist. Sag mal, warum denn immer auf mich hier? Ich glaube, ich spinne. Klingenbann. Jetzt können wir mit denen reden. Of a swine. Come closer so I can rip out your filthy tongue. Stop this. Ist er Freund. I love you, Oscar, and I know you love me. It's your gold I love, hogwife. But all the riches in Faerun would not be enough to make a life with you worth living. Oh, gods, aid me. He does not mean the things he says. You help subdue him. But be gentle. He's not to blame. Toll. What's it gonna take? Oscar, besessen. Wie soll ich ihn denn entsessen? Ja, wir machen jetzt erstmal hier die Viechers. Damit. Tischer Fehlschlag, traurig. Ey! Lass die Kacke! Bleibt hier und kämpft. Ja, nee, ist klar. Don't be like
Lalala. So, der ist weg. Und der ist weg. Ja, bitteschön. Aber your face is familiar to me. Yes, I've seen it before in Oscar's sketches. You're the one who saved him from the Zentarim. Zu neuen Höhen geht hier vor. Ihr seid wohl seine Gönnerin. Ich bin nicht sonderlich erpicht drauf, dass mein Gesicht bekannt ist. Ihr seid erstaunlich ruhig dafür, dass euer Mann eben versucht hat, uns zu töten. Ja, und ich bin gekommen, um die Belohnung abzuholen, die man versprochen hat. Ach, das ist der. Ja, klar. Ja, ich weiß, wer das ist. Freue mich nicht. Was quite adamant about it, in fact. You made quite an impression. His valiant protector. A shame you didn't get here sooner. You might have saved him again. Wir haben ihn gerade gerettet. Was genau fehlt ihm denn? Warum sollte ich das tun? Ich bin nicht seine verdammte Amme. Ich bin nicht hier, um jemanden zu retten. Ich will nur das Gold, das Oscar mir schuldet. Was hat er? Was hat er für ein Babychen? Dann geht doch meine Belohnung bestimmt ein bisschen besser auf, oder? Not long after the wedding, he lost his appetite, fell into dark moods. He started to avoid my company entirely. Artistic temperament, I thought, but it worsened. He became violent, called me some rather imaginative names. I hesitate to say it. Something unnatural has taken hold of him. Oscar has been possessed. Sehr traurig. Das ist offensichtlich. Ich wusste nicht, dass er geheiratet hat. Ihr wart dann wohl seine Gönnerin? Es scheint nichts Persönliches zu sein. Er hat doch versucht, mich zu töten. Seid ihr euch sicher, dass er nicht, nur ja, an seinen Farben geschnüffelt hat? Ja, ist ja offensichtlich. The last time I left this room, the walls started bleeding and a portrait of my mother tried to bite me. Flying furniture and screaming portraits I could deal with, but to see my husband reduced to such a state. I can't come within arm's reach without him trying to strangle me. And he calls me such vile things. It hates everyone, but it loathes me. It's not him. I know he would never hurt me. And I promised I would let no harm come to him. As you can see, I've already failed. It's obvious he needs more help than I can give. Okay, was soll ich tun? You saved him once. Sehe ich aus wie ein Schamane? Ja. Was soll ich anfangen? Er braucht einen Arzt, keine Abenteurerin. Er ist zu gefährlich. Ein gnädiger Tod ist das Beste, was ich anbieten kann. Glaub mir, er ist die Mühe nicht wert. Ja, aber komm. Wir sind ja freundlich. Außerdem wollen wir die Belohnung. Was braucht er? Oscar's behavior began to change shortly after the wedding. He became withdrawn, working obsessively up in his atelier. I tried to take him some food, but I couldn't cross the threshold. It was as though the house itself didn't want me up there. Whatever this thing is, it doesn't want anyone going up there. I swear, it's in the walls, watching. Always feel like the walls are watching me. And I have no privacy. Gehen wir jetzt halt auf den Dachboden. Oh, da ist noch so eine Blöde, das muss Karlach kaputt hauen. Das haben wir schon festgestellt. Weg. Da ist noch so ein Kopf, da ist noch so ein Kandelabra. La, la, la. I'm gonna enjoy this.
Aua. Was ist das denn? Warum ist denn Schattenherz jetzt hier vorne? Was ist mit ihr los? Was? Gerade schon als Zug gegolten? Ist ja frech. Mit, das Vorteil. Oh. Viel zu nah. Frech. Stufenaufstieg für Carla. Warum denn nur für Carla? Au! Kann mich mal jemand aufheben? Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Hat Carla einen Stufenaufstieg und der Rest nicht? Der Rest müsste ja auch kurz davor stehen. Dann kann ich jetzt auch kurz noch abwarten, bis der Rest den dann auch gleich hat. Ich mal sagen. Try again. Blöder verfluchter Schädel. Was war das denn? Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? 100% Trefferquote und so. Hallo? Ist der nicht erreichbar? Was soll denn das? Wieso hängt der so blöd? Schieß halt drauf, was soll das? Was ist da? Ein Poltergeist, ne? Wo ist da noch ein Poltergeist? Geh du mal vor und such doch mal den Poltergeist, der da unten noch sein soll. Mal noch unten, alles klar. Okay, sie rennt halt vor, alles klar. Renn bitte mit. Ich würde den gerne noch mal. So. Ach stimmt, die hier sind noch. Der hier ist noch da. Rennt jetzt erstmal das Haus hier. Komm ich an den nicht ran? Dann machen wir den. Carla regelt das. Boah, diese halbe Höhe hier ist voll ätzend. Da wird sie wahrscheinlich nicht reinkommen, aber vielleicht kann sie auf den schießen. Wunderbar, und dann kann sie das sogar nochmal. Mal einen Schritt zur Seite gehen. Dann kann sie nämlich auch gleich nochmal drauf schießen. Mit dem hier. So, und dann, oh, nee, nix unsichtbar. Menschen, Skinners, nicht schubsen. Und dann macht hier Gale einen auf. Rettermetter.
schön um die Ecke geschossen. War wie die Hitbox und DBD. Nein, da sollst du. Rein da jetzt. So, schick. Personalentlassung. Gehen wir rasten, bevor wir da hochgehen. Dann können wir auch gleich das Level abmachen. Es will auch keiner mehr was. Das ist ja schön. Entscheidung aufstehen. Talent. Das bringt mir halt nichts. Eine Stärke oder Geschicklichkeit bis um 1 erhöht. Während du Finesse-Waffen führst und deinen Umgang geübt bist, kannst du eine Reaktion einsetzen, um deine Rüstungsklasse um 2 zu erhöhen. Lucky, Magiertöter. Angriff gegen Vorteil, seine Reaktion verwenden, um Zuhörer anzuführen. Leichtfüßig. Ich bewegst, nachdem du einen Nahkampfangriff ausgeführt hast, produzierst du keine. Genau, den würde ich gerne haben. Ja. Was halt auch smart ist, ne? Ja, das ist okay. Ihr wollte ich vielleicht noch mal umskillen. Aber da muss ich noch mal gucken. Seine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken. Oh, das ist natürlich. Konzentration im Vorteil. Wenn sie eine Kreatur aus der Nahkampfreichweite bewegt, kannst du eine Reaktion nutzen, um Schockgriff zu wirken. Das ist natürlich auch ganz smart, ne? Aber die bewegen sich halt nicht aus meiner Reichweite für gewöhnlich. Ich glaube, Ritual Wirker ist gar nicht schlecht. Sie macht die zwar selten. Aber wenn sie es macht, macht sie es richtig. Dann ist das gar nicht schlecht. Mit der Konzentration. Eine kampfrauische Aufladung. Der Helm her hat sie ihn eben auch schon aufgehabt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Für sie auf jeden Fall. Ja, ein Schild führst. Du führst kein Schild. Fügst du dem Schaden an dem Angriff zwischen deinen Stärke-Modifier zweimal hin. Ja gut, sie wirft hin und wieder, ne? C wäre halt auch ganz cool. Dann hat sie ein bisschen mehr. Aber sie geht halt sowieso fast nicht down, also. Belastbar. Den Attributswert um 1. Du bist außerdem in Rettungswürfen dieses Attributs geübt. Ritualwirker, wilder Angreifer. Wann immer du einen Nahkampfangriff ausführst, würfelst du zweimal mit deinen Schaden. Das will ich haben. Warum habe ich das noch nicht? Wenn das höhere Ergebnis. Warum habe ich das noch nicht auf ihr? Sehr dämlich.
kannst du denn noch vorbereiten? Kugel der Unverwundbarkeit. Die Kreaturen und Gegenstände darin gegen alle Schäden immun macht. Auflösung. Oh, 50 bis 100. 5 bis 100. Verschieße einen dünnen grünen Strahl aus dem Finger. Wenn durch den Strahl Trefferpunkt des Ziels auf 0 sinken, wird das Ziel in bröcklige Asche verwandelt. Er macht halt viel Schaden, ne? Würde ich halt echt mitnehmen, anhand des Schadens. Eiswand. Frostsphäre. Untote erschaffen, Todeskreis. Gut, aber ich brauche, glaube ich, nicht noch einen Stufe 6 Zauber. Gasförmige Gestalt. Ich fallen kann durch kleine Öffnungen passt. Sehr schwierig, ihr Schaden zuzufügen. Das ist auch smart. So, nee, das ist nicht ganz so smart. Langsam, verlangsame ein Ziel. Es darf halt nicht irgendwie was sein, was groß Konzentration macht, ne? Krone des Wahnsinns. Lass einen humanoiden Gegner irre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen. Ist auch Konzentration. Schade. Konzentration. Konzentration. Chromatische Kugel. Keine Konzentration. Das ist das Problem mit der Konzentration. Plage ist auch nicht schlecht und Plage ist keine Konzentration. Das nehmen wir. Und dann... Zwei Ritual zur Zauber deiner Wahl. Was gibt's denn? Ah, nö. Das brauchen wir nicht. Er ist für sie, glaube ich, auch ganz... Für ihn, glaube ich, auch ganz gut, der kampferprobte Zauberwirker. So, jetzt erstmal rasten. Besser ist das. Schanarich. So ist schon besser. Jetzt kann man wieder gehen. Naja, ich kann dir sagen, was das macht. Das ist der Weg nach unten. Nach draußen. Aus dem Lager. Was für eine Frage. So, jetzt haben wir hier alles weggeschnipselt und jetzt können wir ganz entspannt nach oben. Glaube ich. Ich glaube, jetzt dürften wir alles haben. Jetzt gucken wir, dass wir auf den Dachboden kommen. Oh, wo kein Richter, da kein Kläger. Don't give me trouble now. 18. 24. Heizack. Ich dachte, da ist vielleicht irgendwas Cooles drin. 18. 25. Ah, da ist ja nur Müll drin. Haltet mal eure abgeschlossenen Vitrinen, ey. Wenn man nur Müll da drin hat, kann man das auch nicht abschließen. Was war das? Oh, da ist noch so ein... Hm. Sag mal! Alter Schwede. Direkt mal aufs Maul gekriegt hier. Junge, Junge, Junge. Hm. Hätte vielleicht einfach drauf schießen sollen. That's curious.
Staffelei und irgendwas wird zu irgendwas anderem. Aha. Look at me. Aren't I beautiful? Leave him. He is mine. Okay. Warum ist das denn? Do not touch him. Wo ist es denn jetzt? Hä? Da. Nämlich das einzige Porträt, was rot war. Milde eines lachenden Mädchens. Milde von Dania Nas. Sparschweinschlampe. Portrait is ice cold to the touch, filling you with a sense of overwhelming dread. Why is the woman smiling? The portrait is ice cold to the touch, filling you with a sense of overwhelming dread. So why is the woman smiling? Verwundbarkeit. Come on, open up. Erstmal aufmachen. Und dann? Brief an Oscar Ferris. Achso, ach, das ist irgendwas Cooles. Wo ist der Brief? Ja. Dies Pergament ist alt und brüchig und riecht ein wenig wie ein modriges Grab. Hochverehrte Frau Ferris, ich war äußerst angetan vom verzweifelten Ton eurer Korrespondenz. Ein gebrochenes Herz kann eine schreckliche Last sein. In meiner bescheidenen Rolle als Bindeglied zum Reich der Geister kann ich euch vielleicht ein wenig Linderung verschaffen. Bringt diesen Brief zu meinem Haus am Wasser. Gemeinsam werden wir schon sehen, ob die Toten euch Frieden anbieten können. In geistiger Verbundenheit der Ars Mystica. Die Tür ist leider etwas stur. Ihr müsst die Lieblingsworte sprechen. Secreta Mortorum. PPS, ich gewähre euch möglicherweise sogar einen Rabatt, falls ihr bereit seid, mich an Damianats gut gemünzte Gesellschaft weiterzuempfehlen. Buch aktualisiert. Befreie den Künstler. Wir haben Schnibbels Fuß gefunden. Oh. 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 Okay. Cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Fuß, den wir da gefunden haben, Schnibbels Fuß ist, aber... Hey. Suchen wir halt Schnibbels in Einzelteilen. Na, guck mal, jetzt haben wir sogar noch mal eine Quest gefunden. Das ist doch schön. Die ganzen Poltergeister dürfen wir halt einfach nicht looten, ne? Finde ich ganz witzig eigentlich. Warum sollten wir die auch looten? Super. So, hier ist noch ein Restweg, den wir vorhin nicht gegangen sind. Siehst du? Wonderful little beast. Nimble as anything. Hier mustern und studieren. Ja, das. Schurke, Nachforschung, Vorteil, Grund, Schurke. Was seht ihr denn? Ja, wir studieren ihn mal. Mal gucken, was er für ein Wehwehchen hat. Boah, 9 oder 9? Nehmen wir 9, ne? A man of means, judging by his attire. He looks like a merchant or a junior council member. But right now he's without care. Entranced by a tree. Ja, wir fragen ihn einfach, was er sieht.
there was a squirrel in the tree. Marvelous creature. Inquisitive and nut-crazed. Es schwärmt von Ungeziefer in Bäumen. Vielleicht ist euch die Sonne oder der Wein nicht bekommen. Geht es euch gut? Ihr wirkt durcheinander. Ihr würdet gut mit einem Bekannten von mir auskommen. Halsin. Ich sehe kein Eichhörnchen. Faszinierend. Ich muss los. Halsin. Halsin. Is he of the Feybergs? The Candelabra Makers? Zweifel ist, er ist nämlich ein Druide. Das würde mich überraschen. Wer weiß. Aber wer weiß. Nein, er ist ein Druide. Hmm. Perhaps it was Hagrin. Wonderful craftspeople, but truly terrible dealmakers. Ist sie gut, Buddy? Oh, just tired, I suppose. It's been quite a long day. Or at least I think it has. You wouldn't happen to know where I live, would you? Nein, das weiß ich nicht. Ich zweifle, dass ihr von hier seid. Wer seid ihr überhaupt? Ihr scheint verwirrt zu sein. Habt ihr euch in letzter Zeit vielleicht am Kopf gestoßen? Okay, wir beleidigen einfach wieder Leute. Oh, no, nothing like that. I'm as fit as a fiddle. It's just that certain things are eluding me. Das ist traurig. Something's been done to the man's memories. Ja, der Arme, ne? Woran könnt ihr euch denn erinnern? Gibt es jemanden, den ihr euch wenden könnt? Jemand, der euch helfen könnte? Schurken. Ich treibe Schulden ein. Das ist mein Beruf. Und ihr schuldet mir viel Geld, wisst ihr? Ja, das können wir. Täuschen sind wir gut. Na, 18 oder 18? So brauche ich halt auch keinen Vorteil, wenn ich immer nur das gleiche würfel. I do not recall this in all honesty. Alle, das ist nicht einverstanden. 100, 500, 2000. Scheiße, ich habe jetzt gerade gehofft, ich kriege einen Baden. Er sieht mir aus wie ein Bade. I don't have that much on me. Euch gefälligst mehr Mühe, Forderungen senken. Genügen mit 500. Hey, Leute abzocken. I have this. I didn't want to let go of it. Probably nothing important. Better to be unburdened. I think someone told me that once. Hatzen Diamant, ja moin. Wie viel ist der wert? 280. Hat er eh bald vergessen. Das ist richtig. Happy living in a tree. Greenery and birdsong all around. Könnt ihr euch erinnern, gibt es jemanden, den ihr euch wenden könnt? Jemand, der euch helfen könnte? Frag mal deine Tochter oder so? Kann die dich mit dem Rollstuhl durch die Gegend schieben? Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad is anymore. And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Though, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. Ja, dann müssen wir uns das Gebäude mal ansehen. Vielleicht Gebäude da drüben, ja. Das ist natürlich eine sehr genaue Wegbeschreibung. Da hätte man doch besser die 500. Naja, ist so, ne? There must be, you would think. You know, I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even their face escapes me. A figment of my imagination, perhaps. Oh, it will come back to me. Or not. I'm content enough here, in either case. Okay. Cool, cool, cool. Cool, cool. Haus der Trauer. Wo ist das Haus der Trauer? Da müssen wir hin. Oh, ein Schriftrollenstapel. Erstmal Schriftrollen mitnehmen. Oh, schade. Oh, nix da. Ist das hier das Haus der Trauer? Do you seek help? You are in the right place. Okay. Welcome. The House of Grief lies just within. We are here to help. Okay. Cool. Dann gehen wir da mal rein und gucken uns mal an, was das hier für ein psychopathisches Gebäude ist. Und Dach. Was ist das hier? Welcome to the House of Grief. Or perhaps welcome is the wrong word, Shadowheart.
There's been some debate whether you'd even show up and face the consequences of your actions. I assumed you tried to flee, like a craven. Uh-huh. Spare me your venom. I'm sure the Mother Superior will have plenty of her own. All in due time. Also Witcher 3 habe ich auch immer nur das Nötigste genommen, da musste ich farmen. Wenn man die Leute abzockt, muss man es nicht machen und die Leute sieht man eh nie wieder. Ich habe das schon in der Schulzeit gewusst damals. Das ist alles noch anders. Ja. Damals war alles anders. This is a place of healing. Anyone who partook in our methods did so willingly and left with a smile on their face, freed from their troubles. Would you accuse a surgeon of robbing a tumor? I think not. Ah ja, schöner Vergleich. Lass uns durch, mir gefällt das nicht. Aber es sollten gehen. Ja auch, dass wir nachher keine Erinnerungen mehr haben. Aber es funktioniert ja nicht, weil die sind ja hier. As I said, in due time. First you submit to the mapping of the heart. Only then can we know what is to be done with you. Warum bist denn du jetzt so? Im Wett? Latsch mir nicht voll. Lass mich durch da jetzt, sonst gib ich auf die Nase. Follow me. Auf der Dunkelheit. Wunderbar. Have a seat. The mapping will begin shortly. Hast du gerade meine Mates ausgeschlossen? Ich wollte schon sagen. Rast gleich aus, ey.